Die Fraktion von Malifaux. Die Gremlins. Mit der Hälfte der Größe eines Menschen scheinen Gremlins nicht sehr bedrohlich zu sein. Sie leben im Bayou und sind die Bewohner von Malifaux, die den Zustrom von Menschen am herzlichsten aufgenommen haben. Anstatt sie als Eindringlinge zu sehen, sehen sie sie als Quelle des Lernens und kopieren sie sogar oft. Die Nachahmung begann mit der Kleidung. Den ersten Reisenden boten sie Ratschläge und Wegbeschreibungen im Austausch gegen eine Hose oder ein Hemd. Dies hatte den Nebeneffekt, dass die Gremlins sehen konnten, welche von ihnen schlau waren. Nur anhand dessen, ob sie es schafften, sich selbstständig einzukleiden. Und sie begannen, sich zu organisierten Gruppen zu formieren, was es ihnen erlaubte, ihre Kräfte zu bündeln. Als sie wild und ungezähmt waren, teilten die Gremlins und die Schweine im Bayou eine Jäger-Jäger-Beziehung. Das Schwein fraß den Gremlin und manchmal brachte der Gremlin den Speck für seine Familie nach Hause. Diese Balance hinderte beide Rassen daran, sich durch die ganze Bayou zu fressen. Beide Rassen sind für ihren unersättlichen Appetit bekannt und keiner würde aufhören zu essen, bis sie getötet wurden oder es nichts mehr zu essen gab. Als einige der Gremlin-Führer sahen, wie die Menschen Tiere in Gefangenschaft aufzogen, begannen sie, die Wildschweine zu domestizieren, was ihnen einen Vorteil im ständigen Schweine-Gremlin-Krieg verschaffte. Einige dieser Schweine sind so domestiziert, dass die Gremlins sie nun wie Pferde in die Schlacht reiten können. Dies ist jedoch nicht idiotensicher und es ist nicht ungewöhnlich, dass diese Schweine abgelenkt werden und mitten in einer Schlacht unter ihren eigenen Verbündeten wüten. Männliche Gremlins übertreffen die weiblichen Gremlins um fast 10 zu 1. Aber es gibt wenig Bedenken über die Lebensfähigkeit der Gremlin-Rasse. Der Wurf eines Weibchens kann aus bis zu 20 Gremlin-Babys bestehen. Gremlins sind nicht für ihre Intelligenz oder ihre fürsorgliche Natur bekannt und von diesen 20 wird es vielleicht ein halbes Dutzend durch die Kindheit schaffen. Von diesen wird weniger als die Hälfte überleben, bis sie alt genug ist, um Nachwuchs zu produzieren. Die Gefahren des Bayou sind vielfältig und viele seiner Bewohner schätzen die mundgerechte Natur der Gremlins. Neben der Nachahmung der landwirtschaftlichen Praktiken der Menschen haben die Gremlins auch begonnen, den Einsatz von Waffen nachzuahmen. Durch den Diebstahl von Waffen und Munition aus Raubzügen auf Lagerhallen der Gilde haben sie ein kleines Arsenal an Waffen angehäuft und die Grundlagen des Schießens erlernt. Ob durch schlechtes Zielen, schlechte Waffenwartung oder die Wucht des Rückstoßes auf ihre kleinen Körper, sie sind nicht besonders gut darin, Dinge zu treffen. Und es ist kein ungewöhnlicher Anblick, wenn ein Gremlin mitten im Kampf versehentlich auf einen anderen schießt. Die drei mächtigsten Gruppen von Gremlins werden von Somer Teeth Jones, Ophelia Lacroix und Ma Tuckett angeführt. Somers Gruppe von Gremlins ist mächtig, weil sie nahe genug am Rand der Bayou liegt, um fast jede Gildenoperation oder Karawane, die sie finden, zu überfallen, was ihnen einen klaren Vorteil bei der Versorgung verschafft. Ophelia hat es schwerer. Weibliche Gremlins haben normalerweise nicht die Möglichkeit, um die Macht zu wetteifern, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, ihre Dutzende von Kleinen zu jagen und zu versuchen, den Stärksten zu helfen, das Erwachsenwerden zu überleben. Aber sie hat es geschafft, diesem Schicksal zu entkommen. Als sie bereit war, gegen die anderen Gremlin-Führer in der Gegend vorzugehen, hatte sich die Familie Ortega auf der Latigo Ranch niedergelassen und begann, die Gremlins als wenig mehr als mobile Schießübungen zu behandeln. Indem sie ihre Familienmitglieder in die Rollen zwang, in denen sie jede der Ortegas sah, fand sich Ophelia mit einer ziemlich erfahrenen Armee wieder, die ihr unbestreitbar treu war. Mit ihrem Training musste sie nicht viele Überfälle unternehmen, denn ihre Angriffe waren meist erfolgreich. Ophelias Beispiel wurde von Ma Tuckett gefolgt, die aus ihren gebärfähigen Jahren herausgetreten ist und nun der Anführer der berichtigten Bayou Bushwhackers ist. Im Gegensatz zu Somer und Ophelia verlassen sich Ma Tuckets Gremlins mehr auf Hinterhalt und Tricks, um ihre Gegner zu überrumpeln. Diese Trickserei wird durch Ma's beeindruckende Kampffähigkeiten untermauert und jahrelanges Herumkommandieren jüngerer, stärkerer Gremlins
hat sie zu einer zähen alten Dame mit mehr Erfahrung geformt als alle anderen Gremlins zusammen. Während es amüsant sein kann, Gremlins kämpfen zu sehen, besonders wenn sie sich gegenseitig bekämpfen, beginnt die Gilde zu lernen, die winzigen Kreaturen nicht zu unterschätzen. Selbst wenn sie selbst ein paar von ihnen töten, haben die Gremlins in den hinteren Reihen keine Skrupel, durch ihre Brüder zu schießen, um eine Mission zu erfüllen. Zumindest, solange ihre Anführer noch am Leben sind, um ihnen Befehle zuzubrüllen.